Und willkommen im nächsten Teil. Wir haben ja gerade die Oberfläche erkundet und gehen direkt mal hier runter. In den ersten Dungeon. Das sieht doch stimmungsvoll aus. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Vaults of the Dead. Die sind jetzt offen. Gucken wir uns aber einmal noch mal kurz, wohin der Gang hier führt. Hier ist kein Schild. Da leuchtet irgendwas. Lockpicks. Aha, also können wir irgendwas aufmachen damit. Scroll of Shock. Ach, da fehlt mein. Ich habe noch gar nicht die Sprüche mir angeguckt, ne? Dafür braucht der Luftmagie und dafür braucht der, hat er Erdmagie. Bleibt also ein bisschen über Zeit. Das ist ganz praktisch. Dann kann man quasi so eine Falle mitmachen oder so. Da war doch gerade schon ein Untoter. Hallo Untoter, du magst bestimmt kein Feuer. Komm mal zurück. Da kommt doch schon der nächste. Macht ihm das Schaden dann da? Nicht ganz so oft, ne, unser Minotauren. Ich glaube, der kann besser werfen. Okay. Sich dann aber auch da erledigt. Level up. Machen wir erstmal das. Stats können wir also gar nicht erhöhen. Die, werden von alleine anscheinend weitergemacht. Also nur die Skills. Hat der irgendwas mit Accuracy? Ja. Dass er noch besser trifft. Würde ich ganz gerne haben, bevor ich noch weiter den Schaden anhebe. Erstmal, dass der und der Minotaur, dass die besser, also öfter treffen. Das ist mir ein bisschen wichtiger. Unser Fernkämpfer. Ja, komm, der kriegt auch erstmal. Die sollen erstmal alle viel treffen. Das ist bei denen wichtig. Der Magier, die Sprüche scheinen ja eigentlich immer zu treffen. Schalter, drücken wir einfach drauf. Damit kann man das Tor aufmachen. Ich gucke mir auch immer die Wände an, weil da sowas sein könnte. Und das sieht auch aus wie ein Geheimversteck. Cool. Stiefel. Woll. Ja, auch schon mal Stiefel. Und hey, wir haben eine Kiste übersehen. Eine guten Box. Was ist drin? Ein Flintlock. Ach, Pellets sind ist hier Munition. Kann er das denn benutzen? Requires Firearms. Ah! Bitter, bitter, dass wir das jetzt nicht haben. Das heißt, ich hätte hier Firearms einen Punkt reintun müssen. Ach, es gibt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt Missile Weapon, also das ist quasi wie ein Bogen. Und es gibt Firearms. Nett, dass
dass wir direkt erstmal eine Pistole finden, wenn wir das geskillt haben. So. Hochgehen oder... Oder hier. Was passiert denn, wenn wir das so machen? Kann der Schalter hier nicht nochmal gedrückt werden? Dagger kommt da nicht ran, ne? Can't reach. Ah, okay. Mal der Magier richtet. Ah, kann er nicht benutzen. Das ist ein bisschen schade. Da hoffe ich mal, dass ich schnell einen Bogen oder sowas finde. Hier ist ein Schlüssel. So schwer versteckt. Da will man natürlich nicht jetzt in die Mitte reinlaufen, das machen wir nicht. Damit wir uns beide attackieren können, wir machen schön einer nach dem anderen. Ich will auch nochmal hier den Fernkampf machen. Ja, komm, put, put. Also der Feuermagier war auf jeden Fall eine super Idee. Das Horn. Das war, wird für den Kreis sein, den wir oben gesehen hatten. Of Summoning. Okay, gucken wir einmal, wo uns das hier hinführt. Ah, wir können tatsächlich auch irgendwie die Party anders machen. Wollen wir aber nicht. Wir haben ja vorne... Das ist vorne. Quasi. Die stehen ja noch wirklich dahinter. Aber wir haben ja zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer und entsprechend halten die auch ganz gut aus. Zu der anderen Seite hin. Okay. Da war aber noch ein Gang unten. Also nochmal runter, bevor wir das Horn benutzen. Mal gucken, was in dem anderen Gang ist. Wir können unsere Steinchen wieder aufnehmen, damit unser Fernkämpfer was zu tun hat. Wo geht's denn hier hin? Secret found. Ich hab schon mal gesagt, dass das Wasser richtig gut aussieht hier. Gefällt mir voll. Überhaupt die ganze Grafik ist echt stimmungsvoll geworden. Na komm. Trau dich. Gefällt mir. Hast du uns ja fast gekriegt. Ah, die ist abgeschlossen. Aber auch mit einem Lockpick. Eine Maske und ein Heiltrank. Ich glaube, der hat noch keinen Heiltrank. Was kann die denn? Protection, Auswahl, Energie und Evasion minus 5 without Light Armor Prophecy. Ich glaube, das hat er, ne? Hat er nicht Light Armor? Light Weapon, Heavy Weapon, Armor. Ah, ab Stufe 2. Ja, okay, aber... Haben ist haben.
ist da ein Punkt in Armor ganz gut. Und das war jetzt... Ah, okay. Wir können auch den anderen Gang raus. Brauchen wir da nichts liegen lassen. Das Summoning Horn. Wo war denn der Kreis? Der war doch... Nicht jetzt... Ne, ist richtig. Hier und dann da hinten rum. Da vorne ist er. Vielleicht speichern vorher? Ich meine, bis jetzt war es noch nicht wirklich brenzlig, aber... Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es hier auch noch alles Einstieg ist. Wie kann ich das benutzen? Muss ich das irgendjemand anlegen? Steine schmeißen oder so. Die Waffen, die ich werfe, kriege ich dann auch erst später zurück, wie es aussieht. Einer weg. Ja, da sind sie. Einmal noch. Gem. Beautiful gum therein. Okay, entleuchtet. Ja, wir haben einen lustigen leuchtenden Stein gefunden. Mal über alles hier drüber laufen. 3, 3, 4 sieht gut aus, dann habe ich alles. Und das sieht mir wie ein Wald aus. Ja, wie ein schöner, düsterer, dunkler Wald. Beziehungsweise ist es Nacht geworden, denn das Spiel hat ja jetzt im zweiten Teil... Ich meine, vorher war man nur ein Dungeon, aber jetzt mit dem zweiten Teil hat es einen Tag-Nacht-Wechsel bekommen. Und ich mache kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Bis gleich!